Liebe Kollegin, also die Aktuellen Stunden, die teilen nicht Sie zu, wer hier wann was machen darf, sondern es ist ein parlamentarisches Verfahren nach der Größe der Fraktion. Ich möchte folgende Anmerkung machen. Sie haben gewisse Widersprüche. Also wenn ich hier die Rednerinnen und Redner der Ampel mir so anhöre, ja, also das ist ja hier so eine Start-up-Truppe irgendwie, will ich dazu folgende Anmerkung machen. Wenn Sie wirklich sagen, es ist alles egal, ob 31, der Tag eh nur zweimal, ist nicht besonders wichtig, dann fällt Ihnen doch wohl auch kein Zacken aus der Krone, wenn Sie einfach 8 mehr einsetzen. Das ist ein absoluter Widerspruch, was Sie jetzt sehen. Das ist wirklich kleinkariert, sondersgleichen. Ich möchte folgende Anmerkung machen. Also erstens, liebe designierte Ampelkumpels, ich will da schon noch mal eine Anmerkung machen. Ich bin schon sehr überrascht darüber, dass Sie so sicher sind, dass hier an Nikolaus oder was weiß ich, wann das stattfinden soll, hier ein neuer Bundeskanzler von Ihnen gewählt werden sollte. Also da bin ich mir nicht sicher, weil ich habe jetzt ja mitbekommen in der Presse, dass zum Beispiel Bündnis 90 die Grünen gerade aufgefallen ist, dass sie überhaupt noch gar nichts Vernünftiges durchgesetzt haben. Also nicht, sondern es hat alles die FDP diktiert. Deswegen ist das doch gar nicht sicher, dass sie das mal, ja, ist ja einfach die Sachlage. Also deswegen können wir da nicht sicher sein. Meine Fraktion sagt Folgendes, ich halte den Hauptausschuss für ein durchaus diskussionswürdiges Instrument. Allerdings kann es grundsätzlich nur eine kurze Übergangslösung sein. Wenn Sie bis Dezember nicht hier Ihre Koalition zusammengezimmert haben, dann müssen sofort im Dezember sämtliche Ausschüsse eingesetzt werden, um das hier in aller Klarheit einmal festzustellen. In aller Klarheit, so muss das laufen. Ich möchte zum Zweiten anmerken. Wir sollten vielleicht interfraktionell, vielleicht könnten wir das ja auch im Ältestenrat oder so, Frau Präsidentin, mal ansprechen, angesichts der Situation darüber nachdenken, ob man nicht jetzt kurzfristig interfraktionell sich darauf verständigt, den Gesundheitsausschuss sofort einzusetzen. Ich glaube, das würde Sinn machen, auch als Zeichen an die Bevölkerung, dass hier nicht alle hier rumpennen wie die Bundesregierung. Jetzt möchte ich zum Dritten etwas zu dem Änderungsantrag der CDU-CSU sagen. Also die Linke entscheidet hier grundsätzlich immer nach Sacherwägung. Ja, ja, wieso? Ja, wieso? Ja, Micha Große-Brümmer, ja, pass auf, ich kann das sagen. Also wir finden den Antrag in Ordnung, wir werden dem auch zustimmen, weil das ist eine Sacherwägung. Ich will auch begründen, warum. Warum wir da ganz objektiv sind. Egal ob 31 oder 8 mehr oder sogar 10 mehr, die Linke hat immer 2. So, also deswegen, wir sind davon gar nicht betroffen. Also deswegen gucken wir uns das an, denn ich finde schon in der Tat, ja, ich will das hier klar sagen, ich finde in der Tat, dass die beiden demokratischen Oppositionsfraktionen, da müssen wir noch ein bisschen lernen, wie man dazu macht, dass die beiden demokratischen Oppositionsfraktionen sich hier in solchen Fragen unterstützen müssen. Und ich finde, es ist wirklich in der Tat kein Problem. Nur weil von Ihnen da hier 200-300 Leute in irgendwelchen Verhandlungsgruppen rumrennen, kann es ja nicht sein, dass dieses Parlament hier nicht vernünftig arbeiten kann. Und deswegen finde ich das überhaupt kein Problem. Warum soll die CDU-CSU da nicht ein paar mehr Leute drin haben? Also ich verstehe das überhaupt nicht. Und deswegen auf eine konstruktiv-kritische Zusammenarbeit in der Opposition, da könnt ihr noch viel von uns lernen. Ja.